Da hat man schon ein Garkörbchen und nutzt es kaum. Das möchte ich ändern. Nach und nach werde ich also Rezepte probieren, wo auch das Garkörbchen zum Einsatz kommt. Heute gibt es also Kabeljau mit kleinem Gemüse aus dem Garkörbchen. Für die Gemüsebeilage habe ich mich heute für Fenchel entschieden. Natürlich passen auch Erbsen oder Champignons. Der Fenchel wird verputzt und in dünne Streifen geschnitten. Backpapier wird so zurechtgeschnitten, dass man das Garkörbchen damit auslegen kann. Das vorbereitete Gemüse wird in das Garkörbchen gegeben. Der angetaute Fisch wird darauf verteilt. Eine Bio-Zitrone habe ich in Scheiben geschnitten. Diese Scheiben werden nun auf den Fisch gelegt. Natürlich können auch Gewürze und Kräuter zugefügt werden. Das Wasser wird in den Topf gegossen. Das Garkörbchen wird im Topf platziert. Der Deckel wird geschlossen und verriegelt. Bei Einstellung garen unter Druck gart dieser Kabeljau auf frischem Fenchel nun 9 Minuten. Frischer oder komplett aufgetauter Fisch benötigt eine Garzeit von 6 Minuten. Nach dem Abdampfen wird das Gerät ausgeschalten und der Deckel entriegelt und geöffnet. Der Fisch ist durch und das Gemüse hat noch leichten Biss. Prijatno! Jeden Sonntag zeige ich Rezepte von Freunden und aus der Familie und aus unserer Facebook-Gruppe Rezepte aus dem ehemaligen Jugoslawien und Nachbarländer. Klassisch und manchmal auch modern umgesetzt. Falls du auch noch auf der Suche sein solltest nach Rezepte-Austauschgruppen für die Cook for Me, empfehle ich dir folgende drei Gruppen. Multi, Slowy und Cook for Me. Gesundes Kochen mit Prep and Cook und der Zauberkugel. Und die Gruppe Kochen mit der Cook for Me, Rezepte und Erfahrungen. Wir lernen gemeinsam. Ich würde mich freuen, euch dort zu treffen. Liebe Grüße, eure Jana.